Tja, ein Mittwoch im Büro und ich hatte gerade Mittagspause und habe meine Strickjacke fertig. Ich muss die noch bügeln, die sieht jetzt so ganz krunkelig aus. Aber Armlänge genauso, wie ich es haben wollte. Ich mag das nicht, wenn das so ewig lang ist. Und ich möchte es gern auch hochziehen können. Das ist perfekt. Die ist ja insgesamt, ist sie ja recht kurz. Das ist jetzt auch alles nicht richtig gewickelt hier. Und ich muss es noch bügeln. Aber es ist so cool. Ich bin so stolz auf mich. Sie ist genau wie auf dem Foto geworden. Und sie ist kuschelig und schön. Und ich freue mich. Und es war echt mega viel Arbeit. Aber ich mag es so gerne. Ich bin so stolz. So, was ist denn heute eigentlich für ein Tag? Ich weiß das schon wieder gar nicht. Oh mein Gott, ich glaube Donnerstag. Und oh, ich habe gerade mit der Werkstatt telefoniert. Ich hatte ja das Auto abgegeben, als wir in der Wildnis waren. Der Motor ist verölt. Das ist schon bei der Hauptuntersuchung aufgefallen. Und wir mussten auch eigentlich alle möglichen Sachen, Ölfilter, Bremsflüssigkeit, den ganzen Kram. Und jetzt habe ich eben mit der Werkstatt telefoniert und das wird fast 800 Euro kosten. Oh Gott. Und das kommt immer, es ist an sich, es ist ja auf die Dauer, wie lange wir dieses Auto halt jetzt schon haben, verteilt, ist das völlig in Ordnung. Aber immer zu dieser Jahreszeit nach Wildnis und allem habe ich überhaupt kein Geld. Okay, das muss ich jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Und wie ihr seht, versuche ich mich gerade mal an Sport. Ich bin in den letzten Tagen ziemlich wackelig gewesen. Keine Ahnung, wie das jetzt oder ob das jetzt funktioniert. Ich werde es mal versuchen. Aber ich wollte euch noch was anderes zeigen. Ich habe gestern angefangen mit dem Pullover, der Sorrel von Wool and Pine. Ich bin so fasziniert. Ich finde das so cool. Also ihr seht ja, oder auch nicht, weil der Fokus uns da nicht. Ah, jetzt. Ihr seht ja, dass der so ein bisschen flauschig ist hier. Also das ist jetzt das Bündchen oben am Hals. Und das ist so, also es fühlt sich auch ganz kuschelig an. Und ich finde es so faszinierend. Also es ist halt diese ganz normale Sockenwolle, die ist ziemlich hart und kratzig. Die ist absolut null flauschig. Und diese Ajourwolle, die ich ja auch schon für den Schal in der Wildnis benutzt hatte, in der anderen Farbe. Und das ist ja nur so ein ganz, ganz dünner Faden. Und man strickt ja dann doppelt. Das hatte ich ja bei der anderen Strickjacke auch schon gemacht. Also nimmt praktisch die beiden Fäden zusammen zum Stricken. Und nur durch diesen ganz, ganz dünnen Faden wird das dann so schön flauschig. Und ich ärgere mich jetzt schon, dass ich das in so einer ähnlichen Farbe genommen habe. Also die sind ja sehr nah beieinander. Denn ich habe auf Instagram gesehen, das kann ich euch auch noch mal eben zeigen. Da machen den ja ganz viele, also das ist ja, es gibt ja unfassbar viele Bilder zu diesem Pulli. Aber da hatte ich gestern, mal sehen, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Ja, hier, schaut euch das an. Wenn man da genau hinguckt, ich versuche das mal. Seht ihr die Fäden? Die Sockenwolle ist deutlich heller als was ist denn das? Mohairwolle oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Und dadurch entsteht halt so ein total toller dreidimensionaler Effekt. Jetzt bin ich ja fast schon ein bisschen sauer auf mich, dass ich wieder zu feige war und jetzt hier so einen einfarbigen Pulli habe. Wobei das bei mir natürlich auch so ein klein bisschen so ist, weil die Farben ja nicht identisch sind. Also die Mohairwolle ist ja doch deutlich türkisiger und die Sockenwolle eher bläulicher. Also es ist trotzdem, sieht ganz schön aus. Aber ja, ein bisschen zu feige gewesen wieder. Naja, und hier stricke ich gerade am Socken für meine Schwiegermama. Die kriegt zu Weihnachten eigentlich immer denselben Socken. Den wünscht sie sich auch, aber immer in verschiedenen Farben. Und diesmal gibt's hier richtig bunt. Also da habe ich mir von bis Anfang nächster Woche muss dieses Paar fertig sein, schaffe ich nie. Und das ist nur mein Spaßprojekt für zwischendurch. Oh, es fühlt sich so kuschelig an. Aber jetzt muss ich Sport machen. Oh Gott, ich bin überhaupt nicht sportlich gerade. Ich bin so richtig. Ich würde jetzt am liebsten einfach nur noch einen Tee kochen und ab zum Stricken. Oh, ich komme hier heute mit dem Cover irgendwie nicht weiter. Na gut, ich habe Sport inzwischen gemacht. Jetzt ist schon Zeit für Mittagspause. Und in der habe ich gerade hier weitergemacht. Also Gott, ich liebe dieses Strickmuster. Ich finde, das sieht so wunderschön aus. Also es ist auch super anstrengend. Meine Finger tun schon weh. Aber es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also dieser Wollmix und dieses Weiche und dieses, ja, irgendwie, das hat es mir angetan jetzt. Freitag, die Woche ist fast geschafft und ich bin gerade ja mal so mega stolz, dass meine Pflanzen jetzt schon 3 Wochen überlebt haben, ohne zu sterben. Und diese hellen Blätter, die sind alle gewachsen, seit sie hier ist. Also eins, zwei, nee, doch, zwei, drei, 4 neue Blätter. Und nichts ist tot.
Und der hier hing auch total traurig runter und hat sich jetzt komplett wieder aufgerichtet. Yay! Und dann ist gerade das hier angekommen. Da freue ich mich. Hatte ich auf Etsy bestellt, glaube ich, Etsy. Das sind so Sockenbretter. Wenn man dann die Socken strickt, kann man die da so drauf spannen und sehen, wie die so aussehen. Die habe ich jetzt einmal in klein für meine Füße und für die Füße von der Mama von meinem Freund, Verlobten, Entschuldigung, Verlobten. Gott, was sind das für Riesendinger? Das ist, glaube ich, eine 2 oder eine 40 oder so. Und das ist dann ganz groß für meinen Freund. Mein Gott, ist das realistisch? Naja, ich habe 3 verschiedene Motive genommen. Alles so kleine Wollknäule. Super. Hier geht es auch ordentlich voran. Ich liebe diese Wolle. Ich liebe diesen Pulli. Es macht so Spaß. Es ist Samstag. Ich bin ungeschminkt und fühle mich irgendwie mies. Deswegen habe ich mir auch nicht Mühe gemacht, mich anzumalen. Ich bin von oben bis unten in Wolle eingewickelt. Eigentlich nur deswegen, weil meine Haare noch nass sind und wir jetzt aber einkaufen gehen müssen. Und ich mich nicht erkälten will. Ich habe echt selbstgestrickter Pulli, selbstgestrickter Schal. Nur die Mütze ist noch nicht selbstgestrickt. Dafür trägt mein Freund eine selbstgestrickte. Wir kaufen jetzt ein bisschen was ein und dann muss ich noch meine Nägel machen. Morgen ist Familiensonntag. Das erste Mal seit Monaten, dass sich die ganze Familie mal wieder trifft. Also wir sind ja, wie ihr wisst, sehr wenige. bei Oma. Da gibt es dann Kaffee und Kuchen. Deswegen muss ich unbedingt die Nägel noch machen. Das gehört sich so. Aber jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Ich dachte, das ganze Essen habe ich jetzt schon wieder abgelaufen durch das. Oh, ja. So, zurück vom Familientreff. Ach, das war nett. Ich glaube, das letzte Familientreffen habt ihr auch mitbekommen. Das war ja in der Wildnis. Ich glaube im August oder im Juli. Und das wiederum war ja das erste seit einem Jahr da zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir damals beschlossen, dass es doch eine schöne Idee wäre. Also, weil das war bei uns nie Thema. Wir haben uns einfach den Sommer über immer in der Wildnis getroffen. Und ja, natürlich zu Geburtstagen und solchen Veranstaltungen und Weihnachten, Ostern. Und durch Corona war ja dann Verschluss. Und da haben wir im Sommer entschieden, dass es ganz schön, wenn wir uns alle 1 bis 2 Monate einfach bei irgendwem zu Hause treffen. So, ne? Dann gibt es halt einen Kuchen oder ein Essen oder irgendwas. Und nun war aber ja nach der Wildnis, wir waren ja auch noch im Urlaub und Dings. Und es hatte noch keinen Termin, wo alle Zeit hatten. Und das war jetzt unser erstes Treffen. Und wir waren bei Oma eingeladen. Oh, so cool. Wir waren kurz im Keller bei ihr. Denn sie hat, ich muss glaube ich den Fernseher mal ausschalten, das nervt dieses Geflackern, ne? Ja. Sie hat meinem Verlobten, ich kann mich nicht dran gewöhnen, ich weiß nicht warum, und mir ihren Staubsauger geschenkt. Also, weil sie hat so einen richtig krassen Vorwerkstaubsauger, so einer, der richtig Eier hat. Der war ihr aber irgendwann zu schwer so und deswegen hat sie sich einen leichteren angeschafft, so einen kleinen, den wir hier ja auch haben. Ihr wisst ja meinen, ne? Der sehr praktisch ist. Aber für unsere Bodendielen hier, für die Ritzen, ist der nicht stark genug. Und jetzt hat sie uns ihren Vorwerk-Staubsauger geschenkt. Total toll. Deswegen sind wir im Keller, haben den ihm geholt. Und im Keller lag auf der Werkbank der Personalausweis von meiner Urgroßmutter. Die ist schon tot. Auch schon länger. Aber der lag da, weil meine Oma hatte da wohl irgendwie rumsortiert und ne, Sachen und so. Sie schmeißt halt immer Sachen weg, wo ich denke, nein. Habe ich die behalten, dafür habe ich mit nach Hause genommen. Ich finde so Dokumente, Zeitdokumente immer wichtig. Ich habe auch von meinem Urgroßvater, dem Ehemann meiner Urgroßmutter, logischerweise, habe ich zum Beispiel auch damals in der Wehrmacht gab es ja, also er war jetzt kein Nazi oder so, ne, aber er war wie alle in seinem Alter in dieser Zeit in der Wehrmacht. Und da gab es ja auch diese, nicht, ich habe das jetzt nicht vor Augen, wie das heißt, diese Pässe, Soldatenpässe, wo dann auch drin stand, wann du, weiß ich wo, welche ärztliche Untersuchung hattest oder wo du zum Einsatz gekommen bist, mit welchem Bataillon und was weiß ich. Das habe ich auch schon alles hier und jetzt habe ich halt auch den Ausweis von meiner Oma.
Und das war ganz interessant, ne, weil sie, ihr zweiter und dritter Vorname, habe ich noch mit Oma drüber gesprochen, woher der denn kam. Und dann haben wir über Omas zweiten und dritten Vornamen, meinen zweiten und dritten Vornamen, das war irgendwie ganz nett. Also mal wieder so ein richtiger Tag. So, also das hatten wir so lange nicht. Man merkt ja immer erst, wie sehr einem sowas fehlt, wenn man das dann auch mal wieder erlebt. Und ne, dann waren wir da alle und haben irgendwie Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und das war einfach, ne, man hat gelacht und es war einfach mal wieder. Also wir haben auch tatsächlich, wir sind alle geimpft. Und meine Oma zum Beispiel jetzt auch gerade das dritte Mal schon, also vor 4 Wochen, also die ist schon super durchgeboostert. Und wir haben trotzdem auch alle vorher einen Schnelltest gemacht, nur so vorsichtshalber. Man hört jetzt ja halt auch immer wieder, dass eben doch noch eine gewisse Virenlast mit durch die Gegend getragen wird und man will ja jetzt nicht, also wenn man morgens feststellt, man macht diesen Test und merkt, man hat Corona, dann muss man jetzt ja nicht zu seiner Familie gehen und sich da mit denen an einen Tisch setzen. Das haben wir also auch alle gemacht. Also absoluter Safe-Tag. Und es war einfach so schön, dass man sich ganz normal verhalten konnte, an einem Tisch sitzen, in einem Raum sitzen, ne, sich am Handy Sachen zeigen konnte. Ich habe gezeigt, was ich gerade stricke. Und der nächste hat uns irgendwie hier, mein Onkel hatte Fotos von seinem Hund. Und also wir haben halt einfach so mal ganz normal, wie eine ganz normale Familie zu ganz normalen Zeiten einen Sonntag zusammen verbracht. Und es war echt schön. Ja, ich habe da auch vor Ort ein bisschen an meinem Schal gestrickt und jetzt bin ich hier gerade, also ich bin schon recht weit hier mit meinem Sorrel-Pulli, bin ich jetzt hier irgendwie im Licht so. So sieht man das vielleicht ein bisschen. Also da bin ich auch schon relativ weit und das macht einfach so Freude, dass ich freue mich schon, wenn der fertig ist. Aber wir sind jetzt auch ziemlich erledigt, mein Freund, Verlobter und ich. Das war aber auch schön. Ich habe zum Beispiel meiner Oma heute meinen Verlobungsring gezeigt. Und ja, also ich bin ganz selig. Es ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Für mich ja sowieso immer. Ich bin es ja überhaupt nicht gewöhnt, unter Menschen zu sein und auch gar nicht so den ganzen Tag mit jemandem zu reden oder irgendwie so. Für mich ist das immer ziemlich anstrengend. Das klingt jetzt böse, ist aber nicht so gemeint. Aber jetzt gerade auch jetzt, nach diesen 2 Jahren, wo man eigentlich mit niemandem überhaupt mal Kontakt hatte, war das für mich, ich kam hier unten raus, meine Mutter hat uns abgeholt. Und ich habe zu ihr gesagt, es ist, als würde man zur Buchmesse fahren. Das war das, es fiel mir dann auf. Es ist das erste Mal gewesen seit der Buchmesse 2019, dass ich anständig angezogen war. Dass ich eine Bluse anhatte und ein BH. Also das ist, ich habe mich gefühlt den ganzen Tag wie in so einem Korsett. Ich war also nicht wegen dem BH oder so, ne? Dieses Ganze ordentlich zugeknöpft und mit Kette und Uhr. Und ich hatte das Gefühl, ich war wie in so einer Uniform. Also ich war das gar nicht mehr gewöhnt, unter Menschen, anständig gekleidet, geschminkt. Also, da sieht man erstmal, wie sich das verändert hat. Und ich bin ja nie oft rausgegangen oder unter Menschen gegangen, weil ich hier immer zu tun habe und drin sitze und in der Wildnis ja auch gerne allein bin. Aber also das ist schon, das war fast ein Kulturschock. Aber es war richtig nett. Also wir haben uns ja. Damit endet jetzt auch das Wochenende. Die Woche fängt wieder an. Und ich habe vorhin gesehen, heute ist nämlich der Vlog online gegangen von letzter Woche. Oder jetzt bei euch dann vorletzter Woche, wo ich von meinem Urlaub ein bisschen erzähle und von der Verlobung. Und ich habe schon ein paar Kommentare gesehen, wahnsinnig lieb. Ich habe auch auf Instagram jetzt das Foto vom Ring gepostet. Ich will das auch gar nicht so an die große Glocke hängen, aber ich finde es immer so blöd, wenn jemand, den man jetzt 5 Jahre lang auf YouTube verfolgt, plötzlich einen Verlobungsring am Finger hat. Und das einfach so gar nicht erwähnt wird, als wäre das völlig unwichtig. So, das finde ich auch doof. Deswegen poste ich das schon, aber will da jetzt keine große Sache draus machen. Aber ich wollte nochmal sagen, dass ich mich ganz doll über die unfassbar zahlreichen Kommentare, gerade auch auf Instagram, gefreut habe. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei 90 aufgehört zu zählen. Also wahnsinnig lieb. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Mein Freund war natürlich auch, mein Verlobter war natürlich auch happy, dass der Ring sehr gut ankam. Und ja, danke schön dafür. Das war also alles in allem ein sehr harmonisches Wochenende. Und morgen ist Montag. Dann geht es Mitte der Woche wieder in die Wildnis. Ich weiß nicht, ob ich euch da wieder mitnehme. Also gleiches Spiel wie letzte Woche. Werd wieder hinfahren. Wir holen das Auto ab. Ich zahle 800 Ocken. Haut. Ah, und dann machen wir Laubhaken. Und dann haben wir, weil mein Onkel war ja heute da. Und der, am Mittwoch geht er zum Kutter und holt Granat. Und dann holen wir nach dem Laubhaken, fahren wir bei Oma rum und holen unsere Portion Granat ab. Und dann werde ich wahrscheinlich abends noch poolen. Ja, für alle, die nicht wissen, was Granat ist, das sind hier Krabben, also Nordsee-Krabben.
Fleisch. Nur, dass man sie eben noch auspacken muss. Etwas, was ich nie so richtig gut konnte. Oma hat es mir beigebracht, aber es ist... Naja, wir werden sehen. Okay, das war's von mir für diese Woche, für dieses Wochenende. Und jetzt werde ich nur noch stricken. Mehr passiert nicht. Wir müssen noch nicht mal Abendessen heute, weil wir haben so viel gegessen heute, dass ich wahrscheinlich auch nie wieder was essen muss. Montagmorgen. Strickmittagspause ist heute besonders schön, weil gerade dieses Buch gekommen ist. Ich werde da jetzt mal durchblättern. Das sind alles Strickmuster, die angelehnt sind oder inspiriert von Outlander. Die Serie finde ich ja jetzt nicht so gut, weil ich halt die Bücher gelesen habe. Ja, wenn man die gelesen hat, da kommt natürlich eine Serie nicht ran. Aber da gibt es so einige Sachen, die halt in der Serie schon, wo ich immer beim Gucken dachte, ach, die haben so viele Stricksachen. Und immer dachte, ach, wäre das nett, wenn man das auch mal stricken würde. So ging mir das bei Panem auch. Da hat sie auch so ein Strickwesten-Wickelding an. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das jetzt mal besorgt. Habe ich bei Amazon bestellt. Da sind aber auch unabhängig jetzt davon, ob das jetzt Outlander ist oder nicht, finde ich, sind da ganz wunderbare Sachen drin. Und auch wirklich viele. Das hätte ich gar nicht gedacht. Da werde ich mich mal durchblättern jetzt. Hier, gerade hier sowas sieht man ganz oft in der Serie. Und da denke ich mal so, ach, wann soll ich das tragen? Ist ja Quatsch. Aber ein paar Dinge sind doch so ganz, ganz süß. Die schaue ich mir jetzt mal an in der Mittagspause. 2G oder 2G plus. Ich hoffe sehr, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sich darauf am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz einigen können. Mich überkommt ein starkes Déjà-vu-Gefühl. War das nicht vor 2 Jahren schon mal so, dass man hier so saß beim Buchsatz und man macht mal YouTube auf und klickt rein und hört nur Scheiße? Ach, das ist doch alles. Das wird hier auch Zeit zum Feierabend machen. Es ist doch auch so geil, dass die es auch immer noch nicht, nach 2 Jahren nicht geschafft haben, die Journalistenfragen auf Audio zu schalten hier. Man hört immer nicht, was die jetzt gerade gefragt werden. Das ist nur so ein Gerausch im Hintergrund. Und dann antworten die auf diese fiktive Frage, die man als Zuschauer überhaupt nicht gehört hat. Also, akustisch richtig verstanden. Ja, wenigstens hast du akustisch irgendwas verstanden. Als ich heute die Pressekonferenz gesehen habe mit den Herren Wieler und Spahn, da kam ich mir vor, wie in so einer Zeitschleife gefangen. Nein, 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 das kommt mir völlig unbekannt vor. Habe ich noch nie so gehört.